1875. Das Deutsche Reich ist nach dem Deutsch-Französischen Krieg von 1870-71 gerade 4 Jahre jung. Die USA schließen mit Hawaii, damals noch unabhängig, einen Vertrag und kaufen den Hafen Pearl Harbor. Im Alltag bewegt man sich mit Pferdefuhrwerken, denn das Automobil wird erst 11 Jahre später durch Carl Benz erfunden. Wie gesagt, den Anton Josef Kindler. Anton Alois Kindler, damals 27 Jahre alt, gründet in Bad Breisig am Rhein eine Schreinerei und setzt so als selbstständiger Schreinermeister die handwerkliche Tradition seiner Vorfahren fort. 140 Jahre später wird der Betrieb noch immer von einem Kindler geführt. In 5. Generation steht heute Stefan Kindler auf der Unternehmensbrücke und steuert die Traditionsschreinerei Richtung Zukunft. Gegründet wurden wir 1875, vor 140 Jahren. Mein Urgroßvater hat die Firma damals hier in Bad Breisig in der Schmidtgasse gegründet. War noch ein ganz kleiner Betrieb. Dann ist die Firma von dessen Sohn weitergeführt worden. Damals hat man dann eine neue Schreinerei hier auch in Bad Breisig in der Biergasse gebaut. Dann wurde die Schreinerei weitergegeben an meinen Großvater, der auch Namensgeber unserer Firma ist, der Karl Kindler. Und ja, er hat sie erfolgreich weitergeführt und die Firma an meinen Vater weitergegeben, der dann 2005 mir die Firma übergeben hat. Seit 10 Jahren leitet der 42-Jährige das Unternehmen und ist sich seiner historischen Verantwortung durchaus bewusst. Diese 140-jährige Geschichte verpflichtet uns, auch in Zukunft für den Kunden da zu sein, auch in Zukunft erfolgreich zu sein, so wie wir das in der Vergangenheit waren, Qualität zu liefern, dem Kunden zu zeigen, was wir machen, ist mit Liebe gemacht, was wir machen, ist preiswert, nicht billig. Und aus dem Grunde war es uns halt auch wichtig, dann diese Familienchronik mal genauer zu hinterfragen. Und aus dem Grunde feiern wir halt dann auch dieses Jahr das 140-jährige Bestehen. Das zusammen mit Kunden, Partnern und Ehrengästen, darunter Bundesarbeits- und Sozialministerin Andrea Nahles, gefeiert wird. Dabei steht die Werkstatt offen und wird direkt vor Ort über das Leistungsspektrum informiert. Wir haben uns bewusst sehr breit aufgestellt. Wir machen vom Holzfenster, Kunststofffenster zur Aluhaustür oder Holzhaustür, die individuell bei uns in der Firma gefertigt wird, hinüber zum individuellen Möbelstück, zur individuell geplanten und computeranimierten Möbeln und auch Einbauküchen, hin zu Rollladenarbeiten, die ganze Palette. Wir wollten uns immer bewusst auch sehr breit aufstellen, weil der Markt ja auch ständig in Bewegung ist. Es gab Jahre, da haben wir wie Bolle Fenster verkauft und Jahre, da waren es dann mehr die Küchen, die im Vordergrund standen. Und aus dem Grund wollen wir unserem Kunden immer eine breite Palette anbieten. Zimmertüren, Küchen, Fenster, Möbel, das ganze Programm. Das ganze Programm wird im Unternehmen nicht nur handwerklich angeboten, sondern auch öffentlichkeitswirksam kommuniziert. Dafür greift der Handwerksbetrieb auf professionelle Unterstützung zurück und arbeitet mit einer Werbeagentur aus Remagen zusammen, die mit der Schreinerei ein ganzheitliches Konzept in der Außendarstellung umgesetzt hat. Dabei geht es nicht nur um Wahrnehmung, sondern auch um messbaren wirtschaftlichen Erfolg, über den Stefan Kindler sagt: Personell sind wir mittlerweile 3 Mitarbeiter mehr in der Werkstatt, als wir das noch vor 3 Jahren waren. Haben dort also einen Wachstum, den wir sehr stark spüren. Mir ist es immer wichtig, dort auch mit Augenmaß und langsam zu wachsen. Es gibt viele Kollegen auf dem Markt, die auf einmal explodieren in ihrer Auftragslage, in den Mitarbeitern. Und wenn dann mal ein Auftrag schief geht, was ja auch passieren kann, weil man ja, wenn man wächst, fast immer nur mit Neukunden zu tun hat, dort halt ein langsames, vernünftiges Wachstum zu haben. Und dieses Wachstum ist sehr gut gelungen. Die Auftragsbücher sind voll. Volle Auftragsbücher, die ihren Ursprung im Unternehmen mit seinem Qualitätsanspruch, dem öffentlichen Auftritt und Produkten haben. Dabei hat Franz Josef Gemein als Werbeprofi und Partner der Schreinerei Kindler seinen Beitrag geleistet. Welche Gedanken gingen ihm durch den Kopf, als ein Handwerksbetrieb um professionelle PR-Unterstützung bat? Ich habe mich natürlich gefreut, aber es ist ungewöhnlich und es ist immer noch heutzutage ungewöhnlich, dass Handwerksbetriebe wirklich verstehen, dass Werbung nicht nur bunte Bildchen sind, sondern dass Werbung auch heißt,
Verkauf zu fördern, Kunden neu zu gewinnen, um dann ein solides Wachstum auch zu organisieren. Für nichts anderes sind wir da, nur bunte Bildchen können viele. Also geht es auch um die Positionierung eines Unternehmens und da ist die Schreinerei Karl Kindler einfach ein Musterbeispiel, weil von der Positionierung des Unternehmens bis hin in die einzelnen Werbemittel hinein haben wir alles gemeinsam besprochen. Das ist auch wichtig, weil es um die Glaubwürdigkeit geht. Also Werbung heißt zum Zweiten auch nicht, Kunden irgendetwas vorzumachen, sondern das heißt wirklich, das zu beschreiben, was man auch liefern kann. Und das merkt man hier in der Schreinerei einfach, das ist nicht nur Tradition, sondern das ist auch moderne Kreativschreinerei. Und was auch immer die machen, machen die mit Liebe. Authentizität, die unterm Strich beim Kunden ankommt und auch gut verkauft. Eine Stärke des Handwerks. Und Franz Josef Gemein, der schon viele Kunden beraten hat, von Unternehmen, Verbänden bis hin zu Parteien, kann sehr gut beschreiben, was die Zusammenarbeit mit Handwerksbetrieben heraushebt. Oft sind sie gerade raus, weniger verschnörkelt, klarer. Da weiß man, wo man dran ist. Das ist meine Erfahrung, aber das ist eine gute. Na, Sie merken bei einem Handwerkskunden das natürlich viel unmittelbarer, als Sie es bei einem Wirtschaftsverband merken, ob die Werbung funktioniert oder nicht. Und Sie kriegen auch viel direktere Rückmeldung, weil ja meistens ein Handwerksbetrieb in seiner Umgebung dann auch einen Bekanntheitsgrad ohnehin hat. Und dann kriegt man schon mal die Rückmeldung, oh, neue Homepage oder das würde ich aber anders machen, direkt auch vom Kunden. Das macht das spannend, man ist näher dran und man kann so mit dem Kunden auch wirklich immer wieder nachjustieren. Was ist gut angekommen oder wo sind die Bereiche, wo für dich die besten Margen sind, dass wir die stärker bewerben. Also es hat immer auch mit Betriebswirtschaft zu tun. Und ich glaube, das kann nur hilfreich sein, wenn man so miteinander vorgeht und dann auch versucht, Öffentlichkeitsarbeit so zu machen, dass das Unternehmen was davon hat. Denn sonst macht eine Werbeagentur alles falsch. In Fragen der Erstberatung in Gestaltungsfragen bietet die Handwerkskammer Koblenz mit dem Expertenteam im Kompetenzzentrum für Gestaltung, Fertigung und Kommunikation für ihre Mitgliedsbetriebe ein kostenloses Dienstleistungsangebot. Strategieworkshops und Leitbildentwicklungen runden dieses Basisprogramm ab. Anschließend wird der Kontakt zu professionellen Agenturen auf Wunsch hergestellt und begleitet. Mehr Infos zu den Leistungen der HWK Gestaltungsberatung gibt es im Internet unter hwk-kompetenzzentrum.de.